Hallo und willkommen zurück zu Brutal Mario World. Ja, im letzten Part haben wir endlich diese gottverdammte Festung, dieses gottverdammte Schloss geschafft. So, und nun würde ich mal meinen... Oh, ich sehe gerade, habe ich bestimmt was vergessen. Gut, okay, kümmere ich mich ein andermal drum. Und zwar hatte ich ja gesagt, ich wollte dieses Level hier machen. Wir wollen eine kleine Abkürzung schaffen. Und ja, die Welt kennen wir schon, da waren wir schon mal drin gewesen. Und werden gleich von Fischen begrüßt. Na gut, lassen wir den Football-Chuck längst liegen. Der hat uns ja nichts getan. Noch nichts. Aber der tut uns was. Die Sau. Komm schon, Feder, Feder, Feder. Ach, was würde ich nur ohne die Feder machen? Ich bin immer wieder stolz auf meine Feder. War das das letzte Mal auch schon so gewesen? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ist schon zu lange her. Inzwischen schon wieder zu lange her. Na. Roy? Nehmen wir die Münze mit? Nö. Halt. Ah, wird jetzt mitgenommen. Auch wenn ich kein Fan von Feuerblumen bin. In diesem Fall ist es vielleicht gar nicht so schlecht, einen dabei zu haben. Immer schön drehen, da kann uns auch nichts passieren. Also bisher läuft auf jeden Fall schon mal besser als bei meinem ersten Versuch. Ah ja, ich sehe schon, das Wasser muss steigen. Warum habe ich jetzt eigentlich die Yoshi-Münze mitgenommen, wenn ich die andere nicht eingesammelt habe? Na gut, ein Leben verschenkt. So, jetzt musste ich aufpassen, jetzt kam hier irgendwo so ein gottverdammter Blitz. Ich hasse dich, blöder Football-Chuck. Ach ja, wenn man von Teufel tratscht, kommt da ein Gelatsch, nicht wahr? Oh, das war eisig glatt. Ich bin gerutscht. Nein. Ach, so ein Mist. Ah, wird schön schief gehen. Ich werde schon abkratzen, ich werde es ja sehen. Nö, hier ging es nicht rein. Genau hier, da war diese Aktion. Diesen blöden Blitz gewesen. Und ich kann mich noch gut dran entsinnen, dass ich hier irgendwo einen Glitch hatte, deswegen. Und ich hasse euch dafür. Aber was soll ich machen? Ich kann auch nichts gegen den Willen des Spiels machen, es sei denn, ich benutze Cheats. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Übung bei diesem Let's Play. Cheaten kann jeder. Wenn er etwas Ahnung hat. Und wenn er weiß wie. Aber nein, wir wollen weitgehend ehrlich spielen. So, und nun zu einer absoluten Horrorwelt. Das ist diese Welt hier. Und zwar wird unsere Zeit in diesem Level sehr, sehr begrenzt sein. Es sieht zwar nach viel Zeit aus, aber wir werden nicht diese viele Zeit haben, nicht diese viele Zeit nutzen können. Was aber wichtig ist, wir müssen jetzt nämlich sehr schnell sein. Und es sollte, wenn möglich, auch alles glatt laufen, dass wir auch gleich den verfluchten Geheimgang mitnehmen können. Wichtig ist nämlich, dass wir hier den Stern beibehalten, denn wie ihr seht, sind hier ganz viele Geister, die sind total uncool, sind die. Und wir müssen jetzt hier durch, und zwar so schnell wir nur können, ohne uns irgendwie beirren zu lassen. Machen wir das nicht, sind wir früher oder später ganz schön am Arsch. Die paar Sekunden nehme ich mal lieber Zeit. Für den Stern. Auf dass der Stern so selber möglichst lange anhält. Das ist gut gewesen. Und wir haben nämlich eine Sackgasse. Das ist auch so eine blöde Stelle. Wenn man hier keinen Stern hat, dann ist man echt fast erschossen, könnte man sagen. Vor allem, wenn sich gerade viele Geister bei den Spitzen tummeln. So, jetzt Premiere. Fix, 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 Mario. Wir müssen uns beeilen. Wir haben nur 2 Minuten, nicht mal mehr. Wir müssen uns vor Torpedo-Ted in Acht nehmen. Oh Mist, jetzt habe ich auch noch den Panzer verloren. Ah, wir müssen die Welt nochmal machen. Na gut, aber dann müssen wir... Ja, ich weiß, die Zeit. Ah, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Trotzdem habe ich's mitgenommen. So ein Mist. Jetzt darf nichts mehr schief gehen. Jetzt bin ich ja voll am Arsch. Oh meine, jetzt kommt noch so ein Torpedo-Chat. Ah, weg.
Oh, Münzen, ganz viele Münzen. Oh, ich habe nicht so viel Zeit, um alle Münzen einzusammeln. Eine Minute. Da müsste ich ja fertig sein. Gott. Komm schon, ja, wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir am Ziel. Aber die hier nehme ich mal noch mit. Geht die Zeit auch noch ab, wenn ich lese? Too slow, zu langsam. Ja, wenn die Musik schnell wird, dann verlierst du. Was try to get here before when? Ich nicht wisse. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht, ich weiß. Ich brauche damit nichts zu sagen. Es tut mir aufrichtig leid, wenn ich nicht konkret übersetzen kann für euch. Ich weiß in etwa, was gemeint ist, aber. Alles eins zu eins übersetzen ist auch nicht ganz so meins. Gut, also nochmal diese Welt. Gleich das Secret noch schaffen. Oh, so schaffe ich es jedenfalls nicht. So ein Mist. Nochmal. Oh, gerade witzig. Schön abkratzen. Halt, stopp. Der Kupfer, der rennt mir hier sonst weg. Also mit wegrennen meine ich, der rennt mir ins Wasser rein. Weil es eine grüne Schildkröte ist, also ein grüner Kupfer. Und der macht immer einen Abgang. Der freche Kerl. So, und jetzt. Schwimm, Mario, schwimm! Was das Zeug hält. Also gut, wir lagen hier auch relativ gut in... Nein, was war denn das? Aber ich kann Start und Select machen. Ja, das gönnt mir das Spiel zum Glück. Also, nochmal rein. Der Panzer ist wichtig, den dürfen wir nicht verlieren. Unter gar keinen Umständen. Der Panzer, der ist Gold wert. Der ist Marios ganzes Leben wert. Und der Stern außerdem. Ja, ich habe mir dazu auch schon einige Let's Plays angesehen, also von anderen Leuten. Und die haben sich hier ganz schön angestellt. Ich weiß auch nicht, ich bin wahrscheinlich so gründlich genug, dass ich das mit den Sternen gleich gesehen habe. Und ich bin auch manchmal so ein bisschen, ja, mach's einfach mal so aus Jux, wie zum Beispiel den Panzer mitnehmen. Und da ist mir das dann auch schnell aufgefallen, dass man eigentlich mit dem Panzer hier sehr viel schneller durchkommt. Ich verstehe das dann manchmal nicht, warum andere das irgendwie nicht so mitbekommen. Weiß auch nicht. Ich meine, es soll jetzt nicht Negatives sein oder so, ne? Weil kann ja nicht jeder hier allwissend sein oder so erfinderisch. Auch immer. Bloß nicht den Panzer verlieren. Der Panzer ist sehr wichtig. Verflucht! Panzer, Panzer, Panzer! Kugelbilly! Böser Kugelbilly! Fuck! Oh! Gott! Gott! So, und hier gleich oben langsausen. Und eigentlich müssten wir jetzt direkt... Mist, ich glaube, jetzt schaffen wir es nicht mehr, weil jetzt diese Melodie kam. Oh, nee. Muss ich diese Welt jetzt wirklich nochmal machen? Also sammle ich jetzt wenigstens noch ein paar Leben. Ich will jetzt auch... Oh. Also ich glaube, bevor die Melodie zu schnell wird, werden wir hier auch dieses Secret nicht finden. Na. Also, wir müssen das noch schaffen, bevor die 100er-Grenze erreicht wird und dieses hier das Geräusch kommt. Verflixt. Jetzt ist mein Headset runtergerutscht. Entschuldigung, Leute. Nochmal. Nochmal, weil es so schön war. Und Achtung, er läuft gleich runter. Nö, ich hab ihn noch erwischt. Und nochmal rein. Diesmal noch schneller, noch schneller. Oh yeah, Sonic Speed. Das Lied, das war doch der Titelsong gewesen in dem Spiel Sonic Raiders. Oder Sonic Riders oder wie auch immer. Das gibt's nicht. Schon mit dem Panzer verloren. Start und Select. Und noch einmal. Das ist heute wieder mal nicht so mein Tag. So habe ich das Gefühl. Warum verliert er eigentlich den Panzer? Ich werfe das doch gegen keinen Gegenstand. Oder werfe ich ihn doch gegen irgendeinen Gegenstand? Nee, eigentlich nicht. Hm, muss ich nicht verstehen. Bei denen, den kann ich ja auch einfach so mitnehmen. Achso, ja, einen Stern brauchen wir schon noch. Ah, komm, 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 komm.
Ja, das ist wirklich wie so eine Meisterleistung in einem Sonic-Spiel. Im Sonic-Spiel kommt es ja früher oder später auch drauf an, so schnell wie möglich ein Level zu schaffen. Und dann auch nicht nur so schaffen, sondern auch mit einer bestimmten Punktzahl. Und mit einer bestimmten Geschwindigkeit, um die Punktzahl, die Quote zu steigern. Na gut, zum Glück geht es ja nicht nach Punktzahl, sondern wirklich ausschließlich um die Geschwindigkeit. Da ist schon mal ein Problem weniger mit dabei. Trotzdem ist es nervig, immer so ein Stress. Ah, das habe ich geahnt. Es musste ja so kommen. So, ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt kam die hier, jetzt kam die hier oben, jetzt kam Torpedo Ted. Nicht beirren lassen. Und gib Stoff, Mario! Gib Gas! Scheiße, gleich ist es vorbei! Nein! Verflucht, schon wieder nicht geschafft. Ah, das kann doch alles nicht wahr sein. Das gibt's doch wohl nicht. Ah, da schaffe ich noch nicht mal hier das Secret. Ach, ich hätte jetzt gesagt, wir sehen uns in der nächsten Part wieder, während ich wieder versuche, dieses Secret hier zu schaffen. Ein nerviges Secret. Ah, ich hätte schwören können, dass ich, als ich das der ersten paar Male gemacht habe, nicht so große Probleme hatte. Ich glaube, das wird einfach nicht mein Tag gewesen. Naja, wir werden sehen. Also im nächsten Part setze ich fort. Noch einmal mit diesem Level. Wenn ich es nicht gleich beim dritten Anlauf schaffe, würde ich mich jetzt so festlegen. Mache ich erstmal das Schloss. So, also ich bedanke mich erstmal wieder vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder.